Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate von der Woche vom 20. bis zum 26. Juni 2016. Und ihr seht es jetzt schon in der Temperaturentabelle von Deutschland, der Drand. Verdammt, ich habe mich da leicht verschrieben. Lasst euch da mal nicht irritieren. Ups. Und zwar seht ihr es schon, es wird sehr heiß. Bis zu 37 Grad. Und ich erkläre euch erstmal zuvor, wie denn die Tabelle aufgebaut ist, weil ihr könnt wahrscheinlich in meinen Kopf gucken, die jetzt neu bei mir sind. Und die jetzt schon ein bisschen länger bei mir sind, haben wahrscheinlich das auch nicht im Kopf, weil das meine alte, ich würde mal sagen von 2012, meine Temperaturverrechnung ist. Und zwar zeigt die Tiefstemperaturreihe, das sind ja auch wieder zwei Reihen, und zwar sagt es die kälteste Tiefstemperatur, die erreicht werden kann, und die wärmste Tiefstemperatur, die erreicht werden kann. Ne? Also gibt es sozusagen von der linken, also der tiefsten Tiefstemperatur, bis zur höchst erreichendsten Tiefstemperatur, das sind die Tiefstemperaturen, die die kältesten Temperaturen des Tages darstellen sollen. Die sind ja in verschiedenen Regionen auch anders. Darum sind es zwei verschiedene Werte. Dasselbe auch wie bei den Höchsttemperaturen, das sind zwei verschiedene Werte. In dem Bereich gibt es dann eben heißere Temperaturen, die erreicht werden können. Und die kälteste Höchsttemperatur des Tages ist dann mal in anderen Teilen mal ein bisschen kälter ausgefallen als wie bei den heißeren. So, das kurz dazu. Und jetzt können wir zu den Fakten. Nach der kalten Nacht im mittleren Westen sieht aus Nordwest in den Morgenstunden über die Nordsee ein Starkregenband über das Land. Es kommt sozusagen von der Nordsee runter und bahnt sich den Weg Richtung Osten, ist aber am Abend erst in der Mitte des Landes angekommen. Denn an der Nordseeküste können dann auch bis zu 20 Liter Quadratmeter runterkommen, das sind so ungefähr 10 bis 40 Millimeter. Kann sein, muss aber nicht, also steht nur den Stern. Dabei wird es, wie hier schon angegeben, so zwischen 16 und 23 Grad warm. Die 23 Grad sind dann eher so im mittleren Teil des Landes, 16 so an den Küsten, an den Bergregionen. Die 1 Grad, die bei den Tiefstemperaturen steht, die kann sowohl am Alpenrand, aber auch in NRW, Hessen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen erreicht werden. Und zwar in der Nacht vom Sonntag auf den Montag. Entschuldigung, den Huster. Die Regenfront vom Vortag zieht sich dann am Dienstag weiter in den Osten. Dabei kann es in ganz Deutschland dann zu Schauern kommen. Die schwächt sich sozusagen immer weiter Richtung Osten ab. Und da kommt es dann eben zu Abschwächungen. Aber dann ist wieder im weiten Teilen des Landes Schauer möglich. Aber dennoch ist die Sonne bis zu 10 Stunden vorhanden. Also am Montag ist er noch im Osten sehr weit verbreitet. Aber am Dienstag kommt es dann auch zum Osten rüber. Und da sind er auch sehr schauerartig wieder unterwegs. Am Mittwoch, da zeigt sich das erste Mal die warme Phase, da wird es immer wärmer. Nämlich von Osten kommt sehr heiße Luft. Und diese heiße Luft kommt so aus Polen rübergezogen und bildet dann in der Mitte des Landes schon teils gewittrige Schauer. Was dann am Donnerstag sich noch ein bisschen verstärkt. Aber der Donnerstag ist bisher landesweit sehr sonnig. Für Ostdeutschland wird es aber langsam heiß, denn 33 Grad so im Raum Berlin-Brandenburg, ne, das ist schon richtig heiß. Dabei wird es jetzt auch langsam im Westen heißer, da werden jetzt auch so langsam die 27 Grad, 28, 29, knapp 30 Grad erreicht. Im Süden Deutschlands geht es auch langsam los. Jetzt kann sich aber im Laufe des Tages auch wieder, weil dieser Hitzepol sich vor allem im Osten festsetzt, also Mecklenburg-Vorpommern, Ostsachsen, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt ist da auch noch ein bisschen mit drin, aber eben der Ostteil von diesen Ländern. Und von Polen kommt diese heiße Luft darüber und da sind zu dieser Zeit, zum Donnerstag, schon 38 Grad möglich. Und da kommt jetzt eben aus südwestlicher Richtung auch noch feuchtere Luft hoch, das bedeutet aus dem südwestlichen Raum und nordwestlichen Raum können sich da wirklich Schauer und Gewitter bilden, die teils gewitterartig sind.
Und dann steigt auch schon zum Freitag immer weiter rapide die Tornado-Wahrscheinlichkeit. Deswegen, wenn diese starken Gewitter, diese Zellen, diese Böenwalzen, wie man sie auch im Fachjargon nennt, diese entwickeln starke Winde und da kann es natürlich auch zur Luftverwirbelung, Trichterbildungen kommen, die teilweise auch den Boden berühren können. Und erst wenn sie den Boden berühren, zählt es ja als Tornado. Am Freitag zieht sich es weiter, es kommen immer mehr Schauer auf uns zu, also immer mehr gewittrige Schauer. Es braucht auch nicht unbedingt immer ein Blitz dabei sein. Das zieht sich auch von Freitag wieder in den Samstag rein. Da ist es auch wieder landesweit, dass es da gewittert. Örtlich kann es wirklich sehr, sehr stark ausfallen. Hagel nicht ausgeschlossen von 1, 2 Zentimetern. In dieser Zeit am Samstag kann an der polnischen Seite die 40-Grad-Marke sogar geknackt werden. Also auch in Mitte des Landes, aber auch bis hoch zur Ostsee, in Polen vor allen Dingen. In Deutschland zieht sich das dann schon bis rüber in den Westen. Nur aus dem Westen kommen jetzt ein bisschen kältere Luftmassen, die jetzt landesweit zu den starken Gewittern noch beitragen. Ihr seht es bei den Höchsttemperaturen eine kleine Spaltung, nämlich 37 Grad, 36 Grad von Freitag bis Sonntag. Das ist so Raum Berlin, ne? Also Berlin ist am stärksten betroffen mit unserer Hauptstadt. Da steigt die Gewitterwahrscheinlichkeit sehr stark an. Und Westen sind es ganz, also viel kältere Temperaturen, möchte ich jetzt meinen. So 20 Grad, so Unterschied sieht man ja am Sonntag alleine schon. Das sind die Höchsttemperaturen des Westens, also Nordrhein-Westfalen. Und da regnet sich es auch ein bisschen ein. Und da sind teilweise schon so 30 Liter Quadratmeter möglich, innerhalb von wenigen Stunden auch runterkommen können. Natürlich steigt dazu auch die Tornado-Wahrscheinlichkeit, aber dann zur neuen Woche und da sitzt die Wahrscheinlichkeit dann wieder auf 40% und tiefer. Da weiß man noch nicht, weil dieses starke Gewitter vom Sonntag auf den Montag, es soll den ganzen Montag so gut wie möglich weiter regnen und das ist dann auch der Trend der nächsten Woche. Es wird sehr wechselhaft und es bleibt warm. Ich bin Cedric Aesius vom Südostmeraldischen Fernsehen und ich hoffe, dass wir jetzt sehr informationsreich war und wünsche euch dennoch einen schönen Tag. Vergesst die Sonnencreme nicht, nämlich Hitzeschlag und Sonnenbrand sind jetzt ganz häufig wahrscheinlich diese Woche vertreten. Ich wünsche euch trotzdem, dass ihr trocken durch die Woche kommt und merkt euch, bei Gewitter hilft es nicht, sich unter den Bäumen zu schützen. Dennoch ist bei Regen ja der Schirm sehr angebracht, aber bei Gewittern ist es immer so ein Risiko. Und noch ganz wichtig zum Schluss, wenn ihr einen Hund oder Haustiere an sich im Auto mitführt und mal ganz kurz einkaufen geht, es ist wirklich hilfreich, den Hund dann nicht im Auto zu lassen, beziehungsweise das Haustier, ich tue das jetzt mal im Allgemeinen sagen. Es hilft auch nicht, die Fensterscheibe da aufzulassen, beziehungsweise auch einen Spalt nur, auch wenn sie ganz auf ist. Das Auto kann sich innerhalb von Minuten bis auf 70, 80 Grad hochheizen, auch im Schatten. Also man kann das nicht wirklich so einschätzen, aber es ist wirklich sehr gefährlich für das Tier. Deswegen beachtet das und passt auf euch selber auf. Ich bin Cedric Aesius vom Südostmeraldischen Fernsehen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ciao, ciao!